Ein 2020er Tabard Puccini 575 DFF. Ja, und für was das zweite F steht, das weiß der Uwe Schmidt. Grüß dich, Uwe. Ja, hallo, grüß dich. Das ist natürlich ein französisches Modell. Ein französisches Modell mit besonders viel Raumgefühl. Wir werden gleich mal zeigen, was das Besondere an den französischen Modellen ist. Du bist hier Spezialist für Doppelachser, kann man ganz klar sagen? Ja, im größten Teil bei uns werden Doppelachser gehandelt. Ja. Ja, hier vorne ist das Alco-Fahrgestell mit drauf und das hat natürlich ATC. ATC mit der elektronischen Stabilisierung, man nennt es im Fachjargon noch ABS oder ja, Stabilisierungsprogramm, genau. Ja. Das funktioniert sehr gut, oder? Sehr gut, wunderbar. Wir haben keine Crashs, wir haben keine Karambolagen, die Wagen stehen sehr gut auf der Straße und er hat auch die neuen 17 Zoll Felgen drauf, mit den schönen breiten Reifen drauf. Das können wir gerade mal zeigen, hier ist 17 Zoll, vielleicht mal vorne direkt mal, hier ist der Wasseranschluss dran. Da haben wir einen Wasseranschluss dran, Wassertankanschluss, okay. Und er hat auch das Besondere hier, er hat zwei Steckdosen 220 Volt. Das beinhaltet einmal auch die Klimaanlage, die wir gleich im Innenraum sehen werden. Und die Heizung. Separat angesetzt wird, ja. Sehr schön. Ja, die werden in Deutschland gefertigt, speziell für den Kundenwunsch von der Kundschaft aus Frankreich. So ist es korrekt, ja. So, die 17-Zoll-Felgen. Als ihr das gezeigt habt mit den 17-Zoll-Felgen, das ist ja kein Muss, sondern es sieht einfach nur gut aus, nehme ich an, ne? Ja, in der Formation des Fahrens ist es natürlich ein Novum. Der Reifen liegt ja natürlich ganz satt, kräftig auf der Straße. Gegenüber einem 14-15-Zoll-Reifen ist er natürlich ganz anders als im Handling drin. Er hat mehr Reibwerte, die in der Axialen sind, die halt eben das Fahrzeug besser stabilisieren. Ich habe schon eins gelernt, da oben ist das Logo von Tabard. Richtig, genau. Du siehst es ja im oberen Bereich, wenn ich das kurz zeigen kann. Hier hast du dieses Tabard-Zeichen drin, mit dem kleinen Balken drin. Und wenn wir das hier so betrachten, haben wir hier ebenfalls das Tabard-Zeichen. Ah, jetzt wird es mir klarer. Das heißt, da oben ist das Tabard-Zeichen mit stilisiert. Die Felge wurde extra für Tabard gemacht? Nur für Tabard, ja. Ja. 17 Zoll Felgen. Ja, das Besondere sind auch noch zwei unten zwei Beplankungen. Was hat das damit auf sich hier? Hier unten? Wir haben die Leisten. Dem hier ein französischer Wagen. Der hat sowieso Rüffelblech. Rüffelblech der Kategorie 1. Das heißt etwas stärker ausgeprägter Rüffel. Die Leisten stabilisieren die Seitenwand. Wir können uns in Frankreich die Temperaturen vorstellen. Temperaturen bedeuten Ausdehnung. Mit der Ausdehnung versucht man natürlich den Wohnwagen auch in seiner gesamten Größe ruhig zu halten, das Blech ruhig zu halten. So, und das gelingt hauptsächlich dessen, dass ich die Quadratmeter auf dem Blech vergrößere durch den Rüffelblech und stabilisieren durch die Leisten. Ja, besonders stark ist, man kann nicht reingucken. Das wünscht die französische Kundschaft. Ja, die Verdunklung der Fenster ist in Frankreich etwas höher gestellt als das, was wir uns in Deutschland vorstellen. Gut, das macht ja auch die Sonne, oder? Die Sonne mitunter. Die Aufheizung des Wagens ist dadurch minimiert. Ja, wir können auch gleich mal reingucken. Man kann trotzdem sehr gut rausgucken. Abwassertanks haben die keine, richtig? Den Caravan haben wir das generell nicht. Abwassertanks, das wird durch den Campingplatz, in dem Sinn durch Unterstellmöglichkeiten, seien es des Kanisters oder des Eimers, als solch bezweckt. Der Puccini, das ist nicht ganz der höchste, aber ist schon hoch, oder? Von der Klasse. Der ist mit einer der obersten Klasse, muss man schon sagen, er ist der oberste Klasse im Caravan-Bereich. Aber wenn du auf den Cellini ansprichst, ja, sind wir natürlich weit aus der normalen Caravan-Welt draußen, ja. Das ist ja absolut an uns. Der geht ja oben raus, das ist ja, ja. So, das 2020er Modell. Das Besondere hier sind die ganz großen Fenster. Das kann man auch gleich mal von innen sehen. Ja, wir haben hier ein Ausschnittsfenster, das komplett nach unten rein ausstrebt, dass die Leute von einem Sitzgruppe aus bequem nach außen das ganze Vorzeltbereich und das Geschehnisse vom Caravan beobachten können. Im deutschen Rahmen liegen die Fenster etwa in dieser Höhe, dann ist der untere Schnitt komplett weg. Im Prinzip so wie drüben, oder? So, das Gleiche ist wiederholt nochmal auf der anderen Seite. Das ist nochmal wiederholt zu dieser Seite. Aber wenn du dich rumdrehst, siehst du das an diesem Wagen. Da siehst du den Schnittmaß eines normalen Fensters. Eines deutschen. Eines deutschen, ja. Des deutschen, ja. Sehr schön, die sind ja auch in Deutschland gefertigt. Ja, da gibt es eine Nachfrage zu. Ihr habt relativ früh angefangen, vor 54 Jahren habt ihr begonnen, Tabard zu verkaufen. War da Frankreich schon im Fokus vor 54 Jahren? Nee, 54 Jahren haben wir Frankreich noch nicht im Fokus gehabt. Die ganze Welt hat sich begründet, so in den 1978 hat es angefangen, dass die französische und deutsche Industrie doch etwas mehr vernetzt wurde. Und demzufolge kamen auch Interessenten zu uns rüber und haben gefragt, wie sieht es aus mit Tabard? Und es gibt auch sehr viele Franzosen, die in Deutschland unterwegs sind, die in demzufolge ja auch hier ansprechen und sagen, kannst du mir nicht dies oder jenes Produkt besorgen? So, ich gehe mal gerade ganz nach hinten. Du gehst mal bitte nach vorne, dann haben wir das Gleichgewicht nochmal ausgeglichen. So, und geht mal kurz rein, das ist das Raumgefühl. Wie das aussieht, bin ich ein bisschen leichter wie du. Ja, könnte sein. Ja, ich habe mich jetzt mal aufs Bett gelegt. Er schwankt ein bisschen.
Das hast du den Vorteil von den Tandemaxi, ja? Er gleicht das in dem Sinne in zwei Achsen jetzt aus, dass wir insgesamt in der Formation stehen. Beim Einachser würde der Wagen sofort nach der Seite kippen. Wird, wird nach hinten kippen jetzt, ja. Aber du bist jetzt hier bei mir schon fast und der Wagen steht immer noch stabil. Ja, das ist toll. Also was mir direkt mal auffällt, ist, es ist alles unglaublich weiß und hell und das heißt, es vergrößert den Raum massiv, weil der Boden, der ist ja dunkel. Ich zeig's mal gerade ganz kurz. Ich würde einen Grauton sagen. Schön, dunkel, gell? Dunkel, schwarz ist er nicht, der ist grau. Er ist grau. Der grau. Er passt sich sehr gut in die Formation des gesamten Möbelbaus ein. Ja, das Weiß habt ihr damals auch schon sehr, sehr stark verkauft. Also ich habe meiner ist zum Beispiel aus 2011, der ist auch sehr hell, aber das Grau-Weiß hier, das ist schon sehr schick, oder? Ja, das kommt allemal gut an. So mal, ich sage immer, der Caravan wird von selbst dunkel. Wenn du heute deine Kleidung betrachtest, die du im Körper drehst, sind ja meistens dunkle Sachen. Und wenn du die in den Caravan mit reinbringst, wird der Wagen nur mal ein Vielfaches dunkler. Deswegen helle Möbel, Oberteile hell, Sitzpolster hell, bringen dem Wagen in dem Sinn immer noch mehr Helligkeit rein. Ja, ist eine große Luke mit dabei. Hier vorne sehe ich schon ein kleines Accessoire. Oder ein Detail, hier unten ist Tabat nochmal angenäht. Man darf das gerne zeigen, oder? Ja, ja, sicherlich, selbstverständlich. Das ist halt eben Tabat-like, das ist Tabat-speziell. Mhm. Tabat zeigt hier seine Größe in der Polsterentwicklung und auch in seiner Verarbeitung. Ist das Leder echt? Nein, wir machen generell Kunstleder. Nur auf besonderen Wunsch Leder, weil wir ja hier sehr viel Bewegung haben. In dem Wagen sind sehr viele Leute unterwegs. Ich sehe das schon, das ist extrem strapazierfähig. Ja, Kunstleder. Das ist in der Verhärtung des Polsters hinaus, so, es gibt ja recht mal Mühklassen. Mhm. Das ist nicht die unterste Charge, das ist schon gehobene Klasse in der Polsterdichte. Sehr schön. Hier sieht man das große Fenster. Das heißt, wenn ich jetzt hier sitze, kann ich bequem rausgucken. Sehr schön. Hier vorne ist die indirekte Beleuchtung. Die komplett in einem Bogen über die Eingangstür geht, ja. Das ist die Schränke. Parallel ist der Kühlschrank eingebaut hier. Ja, du siehst ja, du kannst ja einmal den Kühlschrank von der Vorzeltseite aus öffnen. Genau, wenn du mal gerade so lieb bist, den Tisch mal gerade ein ganz kleines Stück zu mir oder von mir weg bewegst, den Tisch. Wenn du das hier so nimmst, achso, okay, lass mich. Genau, dann kann ich das mal gerade zeigen. Der ist fest. So, jetzt geht's. Prima. So, da hast du einmal die Möglichkeit vom Vorzelt aus den Kühlschrank zu öffnen. Ja. Oder kannst du ihn parallel auch aus dem Innenraum heraus öffnen. Nochmal, das ist mir gar nicht aufgefallen eben beim Reingehen. Der ist so eben gehalten, dass es mir nicht aufgefallen ist, dass da der Kühlschrank ist. Warte mal kurz, ich geh mal raus. Dann zeige ich es mal gerade, damit es deutlicher wird. Also ich komme jetzt praktisch von hier raus und kann direkt hier den Kühlschrank. Von der Vorzeltseite kommst du rein, kannst den Kühlschrank beziehen. Warte, ich zeige es mal gerade, bleib mal. Ja, das ist ja der Hammer. Ja, einwandfrei, du brauchst nicht in den Wagen rein. Du kannst vom Vorzelt aus den Kühlschrank ziehen. Und wenn du im Wagen selbst bist, kannst du von dem Wagen Innenseite aus den Kühlschrank öffnen. Das war natürlich eine interessante Idee, das so zu verwirklichen. Wir haben den letzten, den wir gezeigt haben, da sind die Kühlschränke immer innen, gegenüber von der Küche. Gegenüber von der Küche. Also muss ich jedes Mal rumdrehen, um an den Kühlschrank zu kommen, ja. So, hier ist die Küche. Du hast mir erzählt, in Frankreich ist die Küche nur Ablagefach. Das heißt also, es wird draußen gekocht meistens. Du siehst es ja hier schon, dass das Waschbecken verhältnismäßig klein gehalten ist und die Kochergelegenheit auch etwas kleiner. Man gewinnt natürlich, wenn dieses Waschbecken jetzt an der Seite steht, viel mehr Platz im Innenraum. Rechne das aus, das sind 40, 50 cm, die man in die Länge spart. Aber man hat parallel die Nuance in folgender Art gemacht. Man hat hier eine Mitteldusche eingebaut. Eine Mitteldusche? Ja, eine Mitteldusche. Okay, das heißt, da ist nur eine Dusche quasi. Das ist nur eine Dusche. Aber dann kommt der Trick 17. Achtung, Vorsicht. Warte. Dann haben wir das Waschbecken parallel. Ah, das kenne ich aus einigen Wohnmobilen. Das ist natürlich gut gemacht. Das ist auch zu, das bleibt dann trocken. Das wird durch zwei Türen wird es getrennt von dem Mobiliar. Für so, wenn du duschen möchtest, wird die Falltür und die andere Falltür zugemacht. Da vorne ist eine Falltür. Ja. Und hier ist eine Falltür. Jetzt sehe ich es. Und da vorne ist auch die Lichtsteuerung, die ich überall drin habe. Genau. Da ist die Dusch. Da ist das Wasser. Wassermischung. Genau. Die Spritzen drin. Ja. Eine Mitteldusche. Okay. Ja. In der Größe. Das ist schon eine Seltenheit. Das ist eine Rarität. Und dann kommt natürlich das Queensbett. Wer hat schon in einem 575 ein Queensbett waren, ne? Das kriegst du meistens erst ab einer Größe von 620, von der Größengestaltung her. Und hier kriegst du auf 575 kriegst ein Queensbett rein. Queensbett heißt also im Fachjargon ein Längsbett. Ja gut, das ist die meiste Zeit, die verbringt man wahrscheinlich im Wagen im Bett. Es ist so, wenn man schläft. Ist sehr verführerisch, würde ich sagen. Ja. Man lässt sich da leicht animieren, hier den ganzen Tag zu verbringen. Ja, denn man kann theoretisch und auch praktisch noch einen Fernseher anbringen hier? Korrekt. Entweder machen wir es auf diese Seite. Das kommt darauf an, wie stark die Frau oder der Mann ist. Ich komme mal gerade zu dir. Wir machen beide Möglichkeiten auf.
können einmal hier den Fernseher positionieren, dass ja. der Fernseher von der Seite kommt. Wir können auch genauso gut von dieser Seite gehen. Wobei diese Seite für uns von der Technik her einfacher ist. Weil wir in dem Fall den Kleiderschrank im Hintergrund haben. Okay, das würde aber auch hier rechts gehen. Das heißt, da wäre dann im Prinzip ein Gelenk jetzt dran. Ja, wenn wir hier montieren, dann würde der Fernseher hier in der Ecke drinstehen. Mhm. Das kommt immer darauf an, wie das Bett in der Familie aufgeteilt wird. Das machen wir auch individuell, wie die Familie es haben möchte. Das Bett ist groß, habe ich Leselampen mit dabei, ich habe Schränke drüber. Aber wichtig ist natürlich hängende Schränke sind mit drin, trotz der kompakten Größe. Ja, du hättest ja die Möglichkeit, hier einmal zu hängen und unten noch Schuhe unterzubringen und oben noch kleine Accessoires abzulegen. Zusätzlich hast du über dem Kopfteil ja auch noch deine Deckenschränke. Wo man auch gut drankommt, sogar stehen. Das heißt, ich muss nicht jedes Mal aufs Bett robben, um irgendwas rauszunehmen. Hast du gut erkannt. Prima. Ja. Da hast du ja natürlich vieles, was du ablegen kannst, was man auch verstecken kann. Das ist auch neu. Das heißt, die Ablage ist dann auch zu, das ist ordentlich und aufgeräumt, wenn ich das möchte, das untere Fach. Ja, du brauchst während der Fahrt zum Fahrt starten, ja nicht mehr die Fächer leer zu machen. Mhm. Bei einer offenen Variante hast du natürlich die Möglichkeit, dass es rausfallen könnte. Ja klar, wenn man mal scharf bremst, das kann ja mal passieren, dann liegt alles am Bett oder so. Ja, ja, wenn du nochmal so nett bist, hier mal zumachst, dass wir das gerade nochmal zeigen und du mal rausgehst gerade. Gerne, ja. Und dann mal kurz was sagst, dass man hört, das ist also auch entsprechend akustisch ein bisschen. Er ist ganz neu, muss man fairerweise dazu sagen. Da ist er. Hallo? Ja, ich höre dich. Das ist mich? Ja, viel leiser. Ja, wenn ich nach vorne gehe, wird es natürlich noch weniger werden. Ja, jetzt höre ich fast gar nichts mehr. Schallbewegung kann ich natürlich bescheiden, ja? Klein. Uwe? Ja? Du bist noch da? Ich bin noch da. Okay. So, jetzt hier die Besonderheit, auch hier habe ich das große Fenster, das heißt, hier kann ich komplett rausgucken, kann es aber von unten nach oben privacy-mäßig hochziehen und habe dann hier die Plissés. Großer Spiegel ist mit drin, der ist auf der Seite. Hallo Uwe. Hallo. Und hier vorne habe ich Ablagefächer. Habe ich so auch noch nie gesehen. Das heißt, hier könnte ich jetzt Gewürze oder irgendwas reinstellen, was ich möchte. Ja, es kommt durch den Kühlschrank. Der Kühlschrank hat jetzt einen Verbau, der längs in die Wand reingeht. Deswegen werden hier diese Accessoires so ausgenutzt. Das siehst du hier in dem Bereich. Hier nimmt man nochmal ein größeres Teil mit drin. Das ist überhalb der Kühlschrankzone. Da hat sich schon jemand Gedanken gemacht, auf die Idee zu kommen, den Kühlschrank direkt neben dem Eingang zu machen. Das war jetzt die Idee, die ihr jetzt hattet oder kamen die da selber drauf von Carhartt? Die sind von Tabat aus drauf gekommen. Ja. Das ist eine neue Präsentation, um auch Herrschaften, die nicht unbedingt über 6 Meter fahren möchten, mit dem Queensbett auszustatten. Das ist ein Thema, 6 Meter, oder? Das ja, ist das ist so eine Größe, in der sich die Leute, ja, da fängt es an, werden unangenehm oder für ältere Herrschaften. Wir müssen ja von rausgehen, wir haben ja Kunden, die auch weit über 60 Jahre alt sind, 70 Jahre alt sind, die mit dem Wagen noch unterwegs sind. Die sind jetzt speziell für Frankreich produziert worden, das heißt also für den französischen Geschmack, ja. Gibt es denn auch deutsch sprechende Menschen, die gerne lieben, die französische Version? Die kommen speziell zu uns aus der ganzen Bundesrepublik und wollen sich diese Modelle anschauen und sind auch begeistert davon. Ihr macht das Ganze schon sehr lange mit den Franzosen, das heißt, die haben dort eigene Regeln im Wohnwagen, muss man fairerweise dazu sagen. Ist Klo oder Kochen, das ist dann nicht so beliebt, das machen die draußen. Das wird alles in Frankreich im Außenvorfeld vor den Wohnern vorgenommen. Ja, beziehungsweise es gibt da spezielle Stellen, wo man das dann macht. Ja, die Klimaanlage Pflicht, also man muss schon sagen, 2020. Frankreich hat Pflicht. Ja. Frankreich geht kein Wagen ohne Klimaanlage. Ja, wenn die Leute so die Nase rümpfen, ah, Klimaanlage, das kann ich mir sparen. Also es kommt ja, ich habe das Gefühl, es wird immer heißer. Ne? Ja, die Situation ist halt eben draußen, dass wir neue Campingplätze haben. Viele haben keine Verbüschung, dass in dem Sinne offene Sonneneinstrahlung vorhanden ist und in dem Moment kommt natürlich die Sonne voll durch. Und eine Klimaanlage ist eindeutig ein Vorteil. Wir haben ja auch die Innenbelüftung, also ohne Filteranlage in der Klimaanlage. Das ist auch alles bedenken. Ne? Sehr schön. Gut, dann gehen wir mal raus, gucken uns das Ganze nochmal an, denn auch das Fahrzeug hier hat einen Gaskasten. Und ja, das mit dem Kühlschrank ist schon sehr beeindruckend. Ich habe ihn nicht gesehen, als wir reingegangen sind am Anfang. Der ist so schön integriert in der Wand. Das ist ganz, ganz flach. Und auf die Idee zu kommen, das so zu machen, natürlich bietet sich da der Kühlschrank mit den zwei Türen, mit den zwei Möglichkeiten der Öffnung an, oder? Ja, da hat man ideale Argumentation, ja. Wenn ich im Vorzelt draußen bin und steige nochmal ein, um es nochmal zu demonstrieren, ich brauche nicht den Wagen zu betreten, ich öffne einfach den Kühlschrank, nehme mir meine Coca-Cola oder nehme mein Getränk raus und bin in dem Moment voll komplett zufrieden. Sehr schön. Ist das neu hier mit der Das ist das Modell Tasche? 2020 mit der breiten Eingangstür.
Und die ganz tolle Tabattasche. Ja, die in dem Sinn als Einkaufstasche dient. Oder vielleicht auch in dem Fall für, naja, die Accessoires, die man gerne entsorgen möchte. Sehr schön. Papierchen und so. Papierchen und alles, was kommen kann. Du wolltest so eine Flaschenkasse? Ja, bitte. Wenn du da das übrigens siehst, das ist ein Prädikat, muss man dazu sagen. Das heißt, bitte nicht entfernen. Das zeigt, dass wir echt isolieren, dass wir verkleben und dass da wirklich Masse drunter ist. Wir haben vielfach am Markt Hersteller, die sehr bescheiden damit umgehen. Und demzufolge kannst du nie wissen, wie weit ist der Kleber denn unter der Leiste. Das ist kein Makel, richtig? Das ist kein Makel, nein. Im Gegenteil. Nein, es ist kein Makel. Man darf es einfach nicht, man muss es honorieren. Es ist ein Vorteil für den Kunden zu sehen, mein Wohnwagen ist dicht. Hier vorne sehe ich auch nochmal das mit dem Silber. Wir haben übrigens auch die 2021er gefilmt. Ganz anderes Polster innen, muss man fairerweise sagen. Es ist jedes Jahr anders, gell? Ja, jedes Jahr verändert sich das Ganze. So, den Flaschenkasten will ich ja gerne öffnen. Zeig's mal gerade komplett. Da ist er. Das Rüffelblech. Das Rüffelblech, das hier halt eben Stabilität im vorderen Bereich bringt und halt auch verwitterungsfest ist, ja. Über Jahre hinweg. Ein vollwertiges Reserverad? Vollwertiges 17 Zoll Reserverad, ja. Das macht doch Sinn, dass man da nicht mit irgendeinem kleinen Rad oder sowas kommt. Ja, aber gut, bei der Tandemachse kann man diskutieren, braucht man es oder braucht man es nicht, gell? Da ist immer auch keine Sicherheit drin. Das ist kein Duo-Control drin, das ist in Frankreich nicht so. Das ist eine französische Version, die wird direkt an der Flasche angeschlossen. Das Gasschloss geht direkt an die Flasche dran. Das ist Frankreich typisch. Ja, es gibt viele Dinge in Deutschland, die sich so, ich sag mal, gezeigt haben. Unter anderem das Klo in Deutschland. Im deutschsprachigen Gebiet ist das Klo Standard. Man kann es auch nachrüsten. Also es gibt da mehrere Nachrüstmöglichkeiten, die ich einfach in die Dusche stellen kann. Ja, wir helfen dabei, den nötigen Weg zu finden. Sehr schön, hast du schön gesagt. Ja. Uwe Schmidt, AMC. Ja, bitte, bitte, bitte. Im Stützbereich vorne automatisch eine Waage drin. Sag mal, für die Stützlast. Siehst du, wie sich das gelbe Teil hier öffnet? Ja. Je mehr Druck gebe ich auf die Vorderachse. Je mehr Druck gebe ich hier vorne drauf, siehst du? Und dann kommen die Kilos gleich raus. Ah, jetzt sehe ich es. 25 Kilo? Das ist der Druck, den ich jetzt hier vorne erzeuge. Ja, du lässt mich ganz schön kurbeln hier. Ja, sehr schön. Das heißt, da vorne habe ich dann meine Kilos, die das direkt anzeigt. Ja. Jetzt habe ich es nicht ganz verstanden. Was hat das einen Vorteil, wenn ich die Kilos sehe? Das heißt, Stützlast vom Pkw. Stützlast vom Pkw. Das heißt, ich habe eine Waage für die Polizei und Co. Richtig, genau. Ich kann mich selbst kontrollieren, wie weit und wie gut das ist. Jetzt habe ich es verstanden. Ich habe gedacht, du hättest die Möglichkeit, den in die Waage zu stellen. Nee, das ist es nicht. Nee, das ist es nicht. Ich kann sehen, wie hoch die Stützlast ist. Ja, genau. Die Stützlast aus Sicherheitsmerkmalen heraus, wenn ich in eine Kontrolle komme. Oder auch überhaupt. Sich... Ja. Für die Fahrtraktion und die Zufriedenheit des Fahrens. Nicht das Ganze. Ja, Abmoderation. Hier steht da der Puccini 2020 in der französischen Ausstattung. Ihr habt euch spezialisiert auf Doppelachser. Ja, generell das Haus Schmidt vertreibt oder im höheren Maße Doppelachser. So, ihr habt auch nur Wohnwagen, keine Wohnmobile und ihr habt auch nur Tabat. Wir haben nur Tabat. Wir machen keine Reisemobile. Wir beschäftigen uns rein mit der Marke Tabat. So, Service, wenn da mal irgendwas dran ist. Das heißt also, es kann ja mal passieren, ich erwische einen Baum an der Seite, da ist jetzt irgendwas kaputt. Da ist die Seitenwand immer stets komplett auszuwechseln? Das können wir je nach Situation das Blech austauschen oder halt eben die Seitenwand wechseln. Okay. Das ist kein Problem, habt ihr schon mal gemacht? Für uns technisch kein Problem. Das Problem der Lieferung der Seitenwand ist der Transport. Okay. Deswegen bevorzugen wir es, wenn wir eine Seitenwandwechselung nehmen, in die Nähe des Stammwerks zu gehen. Okay, verstehe. So, ihr könnt es auch vermitteln, ihr macht das ja sehr, sehr lange. Vielleicht der Vorteil von der Marke Tabat, wenn du mir das nochmal zusammenfasst. Klar, du willst jetzt nicht gegen andere sprechen, aber was spricht für Tabat? Ersatzteile? Die Marke, die Statement, die Verarbeitung, der Einsatz des Materials, das Verständnis der Raumkultur, des Materialeinsatz in dem Bad, in der Couch, in den Sitzgelegenheiten, in dem Polsterstoff, in der Auswahl hinaus, so ist Tests, wie weit die Materialien erlauben, auf Beständigkeit hinauszugehen. Ja. Und ich muss sagen, über Jahre kann ich sagen, im Vergleich zu den Fahrzeugen, die ich in Zahlung nehme, habe ich das beste Statement beim Gebrauchtwagen, beim Tabat. Es gibt kein Problem bei irgendwelchen gebrauchten Fahrzeugen von Tabat. Du nimmst sie zurück, wenn die einigermaßen in Ordnung sind. Du kriegst immer Käufer dafür. Immer. Immer. Das ist für uns gar kein Problem. Wir vermarkten auch schlecht ausgestattete Fahrzeuge komplett in allen Bereichen.
aus. Ja, AMC Schmidt GmbH, ihr seid in Idar-Oberstein. Das ist relativ zentral in Europa, sage ich jetzt mal. In Deutschland liegt es. Du musst es genau betrachten. Und wenn Sie mal Lust haben, kommen Sie vorbei. Ansonsten die aktuelle Modellauswahl gibt es hier. Man kann ja auch vorbeikommen, aber es lohnt sich, kurz vorher anzurufen, dass also Spezialisten da sind, auch Zeit haben. Terminieren ist immer von Vorteil. Super. Ja. Uwe, vielen Dank. Tschüss. Ich danke auch. Ich wünsche dir was. Bis dann. Tschüss.